Herzlich willkommen im Internet. Hier gibt es viele fantastische Waren und Dienstleistungen, nur für einen kleinen Obolus. Und ich sehe, der Herr hat Geld. Ja, der Herr will kaufen, kaufen, kaufen. Und was, das wollen wir heute sehen. Kommt rein in die Wunderwelt von Amazon. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pfiffige Ziffern mit haben wir schon gesagt, fantastischen Lars Erik Paulsen. Na, ist schon längst da. Lars ist schon lange da. Ja, du bist schon da, du sitzt schon seit einer Weile hier. Florentin Will ist auch neben mir. Ich bin auch mit dabei auch schon lange da. Und falls wir eine Sache können, dann Dinge anschauen. Wir gucken sie uns an, das können wir so gut wie niemand anderes. Alles Weitere seht ihr in unserer kleinen, fantastischen Matz. Bitteschön! Was ist pfiffige Ziffern? Florentin und Lars sehen sich Produkte auf Amazon an. Raten die Preise? Amazing! So, Florentin, erinnerst du dich? Da steht ja erst eine Soße da, ne? Das erinnert mich an folgende Sache. Erinnerst du dich an das eine Produkt, das wir mal gesehen haben bei Pfiffige Ziffern? Reicht das schon an Info? Moment mal, mit Tieren? Du meinst da, wo man so ein Ei legt, wo dann so das mit Kind Tieren geboren wird oder so? Wir hatten noch dieses Kinderspielzeug. Nee, ich meine, wegen eine Soße mäßig, stand da ja noch an der Erklärmatz. Hat auch gar nichts damit zu tun. Soße? Naja, kannst du dich daran erinnern? Zweimal, wenn du in dem Körper von Lars Paulsen gefangen bist. Wenn du Andreas Links bist, der im Körper von Lars. Okay. Ich hol dich halt raus, Andreas! Nein, es gab mal ein Produkt, da ist dann. Naja, ich hab's einfach dabei. Moment, das ist aber jetzt. Klicks. Nee, dachte ich auch. Habe ich Johanna auch gesagt. Sie meinte, nein, nein. Das ist das Produkt von Pfiffige Ziffern, wo das dann an die Wand gelandet ist. Ja. Also, ich hab den Käsefleck auf die Wand gemacht. Aber das haben wir auch bei. Kam das nicht sogar auch vor? Sag mal, ist das ja, vielleicht ein versteckter Werbedeal hier von dieser Firma? Du meinst, für diesen köstlichen Sprühkäse würden wir Werbung machen? Fresh out of vielleicht. The US. Made in the US. Und die streuen das immer in verschiedenen Sendungen von uns, streuen die diese Dose ein. Einmal dieser Koch. Ich kann mich null dran erinnern, dass wir das schon mal hier bei Ziffern hatten. Das war doch der Typ, der gesagt hat, und jetzt ist die Wand, ist ein Riesenfleck an der Wand. Stimmt, du hast recht, ich erinnere mich, es war super. So, und dieses Produkt wurde auch von Colin Gable wohl getestet. Oh. Und dann hat Johanna gesagt, Mensch, das ist doch genau das, was wir da auch hatten. Und wir dürfen es probieren, wenn wir wollen. Es ist ein Cheese-Creme. Ich persönlich will es nicht. Ich finde das albern. Wir sind nicht Joko und Klaas hier mit der großen Ekel-Challenge. Na gut, das machen wir nicht. Wir sind hier in Feuilleton-Format. Komm, dann mach den Mund auf, oder? Dann machst du den Mund auf, oder? Nee, wir sind hier in Feuilleton-Format. Du weißt nicht mal, wie Feuilleton geschrieben. Wir sind ein konsumkritisches, gesellschaftskritisches Format, das versucht, die kapitalistische Grundordnung an ihre eigene Nase langzuziehen. Ja? Wir versuchen, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten und ihnen zu zeigen, dass diese Konsumwahnsinn, in dem wir mittlerweile gefangen sind, die Ketten, die unsere Konsumlust ja letzten Endes dann doch heißen, uns nicht zum Glück verhelfen. Dafür sind wir da. Reich okay? Durch die Affiliate-Links, das weißt du schon, oder? Die Leute kaufen jeden Bullshit, den wir uns heute angucken. Aber wir wollen zumindest mal sehen, wie es aussieht. Oh, ja. Nicht schlecht. Das kommt ja richtig galant raus. Wie ist das denn wieder schon an die Wand gelangt? Das ist ja nun wirklich. Man kann es wieder komplett hochziehen. Kann man es wieder reinziehen? Und? Ich bin da voll hier, Tor. Hab ich dich nur angespuckt. Das war jetzt in der Matz, aber kam das jetzt gar nicht vor, dass wir. Schmeckt als. Schmeckt ein bisschen säuerlich. Schmeckt schlecht. Also schmeckt so, als sei es schlecht. Das war Löffelmesser Lars. Glaube, ich habe mich vergiftet. Johanna, wie lange ist das schon offen? Das schmeckt ziemlich sauer, muss man wirklich sagen. Ekelhaft. Naja, wie so dieser Schmelzkäse, nur halt geschmolzen. Das soll es anderes sein, ne? Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Immer toll, das Ganze auch mal zu testen, denn letzten Endes, und das merken wir immer wieder, können wir die.
können wir die Produkte dann doch nicht so ganz gut einschätzen, nur anhand ihrer Bilder. Da wird ja auch oft gelogen in der Werbung. Und dafür sind wir auch hier, um das Ganze hier zu analysieren. Wir schauen mal ganz kurz ins erste Video rein. Und ich glaube, es gibt ein Problem, das wir alle kennen. Und zwar, die Leute klauen unsere Stecker. Und so geht's. Lars, brauchst du Hilfe? Alles okay? Sag mal, wie oft wurde dir letztes Jahr eigentlich der Stecker geklaut? Wieso, was los? Wie oft wurde dir letztes Jahr der Stecker geklaut? Schon zwei, dreimal, ja. So, und ich glaube, jetzt haben wir plötzlich ist die Geduld am Ende, oder nicht? Ach, ja, meine wirklich? Geduld ist am Kann Ende. Nicht mehr. Meine Geduld ist am Ende, ich habe keinen Bock mehr. Ich brauche eine Plastikverpackung mit Schloss, damit der Stecker nicht ständig Endlich. Endlich kümmert sich mal jemand um dieses Problem, dass niemand traut, sich auszusprechen. Ach, jetzt lass mich kurz überlegen. Ja? Ist es Undercover-Video? Ist es so, damit man das Kind bestraft, wenn es zu viel PlayStation spielt Stecker oder so? Steckerschloss für Stecker, abschließbare Schutzbox für Stromstecker. Vor unbefugter Benutzung, zum Beispiel Waschmaschine im Gemeinschaftskeller. Aber... Wie, achso, du hast einen Keller und du hast deine private Waschmaschine da unten und jeder kann seine private da hinstellen und dass du, damit andere das nicht nutzen, machst du das dran, okay. Ah, okay, ich verstehe. Oder Kindersicherung, okay. Das ja, klar, natürlich hier ja, warum Deutschland einfach represent. Ja, warum nicht? Wenn dann die Deutschen. Und da sollen die Leute immer sagen, es gibt keinen Nationalstolz mehr. Hier ist wirklich der Patriotismus noch erlaubt. Ja, bei den Stecker-Safe-Boxen. Aber es gibt auch nichts Deutscheres als eine Stecker-Safe-Box. Das stimmt, ja. Also es passt das ist wirklich Kulturgut. Einwandfrei. Tut, was es soll, zweckmäßig. Jetzt bin ich bestanden. Abschließen der Steckdosen hat leider nichts gegen Fremdnutzung von Waschmaschine und Trockner gebracht. Also musst du eine andere Lösung abschließen der Steckdosen. Her. Also musst du ein Die Safes sind eine Mausefalle dran gemacht. Leider passen zu einem Schloss die mitgelieferten Schlüssel nicht. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, ich konnte meine eigene Waschmaschine nicht mehr benutzen. Da ich jedoch noch ein passendes Schloss eines namhaften Herstellers rumliegen hatte, habe ich auf den Umtausch verzichtet und ziehe von der Bewertung einen Stern ab. Oh, das ist aber großzügig. Schloss Nummer 2 hackt etwas, funktioniert sonst aber. Mit dem Safe selber bin ich dafür zufrieden. Würde ich wieder kaufen. Also, es sind manche Leute sind wirklich sehr hart, aber es gibt auch Leute, die echt sehr verzeihend sind. Ja, die sind auch zahm. Okay. Ich meine, der hat 3 Dinger bekommen. Eins davon hackt total hart, das andere lässt sich nicht aufschließen. Das heißt, es ist eigentlich nur eins da, das funktioniert und er gibt 4 von 5 Sternen. Aber es scheint wirklich die einzige Benutzung zu sein, um Waschmaschinen. Im Gemeinschaftskreis. Ja. Stell dir mal vor, wir leben in einer Welt, in der es sich lohnt, ein Produkt zu produzieren für den spezifischen Zweck, den Missbrauch von privaten Waschmaschinen in Gemeinschaftskellern zu verhindern. Ja, das ist der Hammer. Und die machen genug, also du produzierst ja dann 10.000, die machen genug Umsatz, Ja, die machen wahrscheinlich noch andere Sachen. Das würde mich übrigens, by the way, interessieren, welche anderen Sachen da noch von der Marke Heggy produziert werden. Vielleicht kannst du mal schauen. Oder was wird auch gekauft? Welche leidenschaftliche Firma sitzt Heggy da dahinter? Es ist Firma Heggy und aber die verkauft hauptsächlich Bestseller. Schraubhaken. So, jetzt lass uns mal überlegen. Was könnte man noch abschließen, dass es andere nicht nutzen? Na gut, es geht eigentlich nur so um Gemeinschaftsräume, ne? Dass du zum Beispiel in der WG-Küche deinen Toast abschließt. Ja, genau. So Toast oder so die Kaffeebox oder sowas in der Richtung. Ja. Dass du wirklich generell deinen Kaffeeautomat auch verschließt. Wasserschlauch. So, mit so einem Band oder so mit einem Schloss dran. So die Müll, der Mülltonne oder sowas in der Richtung. Aber scheint sehr spezialisiert zu sein, auf jeden Fall. Keile, Stopper, Schrauben und verschlossene Steckdosen. Also unglaublich. Ein tolles und Produkt. Was ist mit Kauften auch? Das müssen auch so Nachbarschaftshasser, also Kauften auch Cyankali oder so. Hier, Steckdosenschloss für Schutzkontaktsteckdosen. Genau. Hier kann man die Steckdosen direkt absperren. Mhm. Und da hat er gesagt, das hat nicht funktioniert. Warum nicht? Hat dann jemand seinen eigenen Dieselgenerator mitgenommen? Und da die Steckdose dran gesteckt? Oder wie? Ich dachte, das Produkt hat nicht funktioniert. Ich dachte, der meinte, also nochmal, der hat doch geschrieben. Was war sein Problem denn auch? Hier. Abschließen der Steckdose hat leider nichts gegen Fremdnutzung von Waschmaschinen und Trockner. Jetzt meine Frage, warum nicht? Weil wenn du alle Steckdosen absperrst, also da muss ja dann wirklich ein Mastermind. Nee, folgendes. Der hat ja nur seine eigene Steckdose dann abgeschlossen.
Aber der Mieter, der nebenan seine Waschmaschine stellen könnte, kann ja trotzdem dann von seiner Steckdose aus den Strom nehmen. Wenn du meinst, im Raum sind drei Steckdosen, der sperrt eine ab und sagt, so, jetzt bin ich sicher. Ja, die an seiner Waschmaschine ist, hat er gesagt, schließe ich ab. Die am anderen Ende, das heißt, da hat jemand dann ein Verlängerungskabel genommen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne die Probleme. Das heißt, der will nicht, dass man seine Waschmaschine benutzt. Verstehe ich. Ich meine, sorry, also ich bin jetzt ein bisschen naiv. Aber kann man nicht mit seinen Nachbarn reden und sagen, passen Sie auf, Sie zahlen mir die Hälfte der Waschmaschine oder was, weil... Also, das ist doch schon eine merkwürdige Situation. Also, ich meine, die Frage aus deinem Mund ist natürlich auch irgendwo ein bisschen albern, ne? Ja. Merkst du selbst? Also, fantastisch. Wie viele Stück kriegen wir denn? Nur eins? Ich glaube, du kriegst immer die im Dreier-Set, oder? Sechs Stück direkt. Was, im Sechser-Set? Nee. Steht hier aber nicht. Schloss mit Schlüssel, Schloss entsperren. Schloss. Zwei, inklusive hochwertigen, nee. Nö, eins dann nur wirklich. 78 verschiedene Schlüsselprofile gewähren maximale Sicherheit. Hm. Also man muss da 78 Stück von? Also halt 78, ne? Maximal, weiß nicht, gibt's größere Zahlen? Ich glaube, das kostet nicht viel, das kostet 6,99 €. Naja, ich interessantes also, Produkt. Es hätte mich schon interessiert, wie viele man bekommt dafür. Manchmal stelle ich mir vor, so, was ist, wenn ein Archäologe in 100 Jahren nur ein einziges Objekt, also, oder das ist eine interessante Frage. Welches Objekt müsste ein Archäologe in 100 Jahren finden, um unseren Alltag am besten zu verstehen? Von welchem Objekt kann man die meisten Dinge ableiten, um unser Leben zu verstehen? Und ich glaube, wenn man sowas finden würde, würde ich denken, es gibt also Geräte, die können alle benutzen, aber die muss man schützen. Und ich glaube, da kann man viel ableiten. Aber stell dir vor, ein Archäologe findet sowas, du wirst doch im Leben nicht schlau aus dem Ding. Nee, na, du kannst also, natürlich du denkst googeln hier, jederzeit. Moment mal, man kann hier was abschließen, aber da ist ein Loch drin. Also das kommt dann, kann man dann ich hätte vielleicht raus, für Tabletten also, oder so gedacht. Nee. Ganz merkwürdig. Ich sage, also das kostet ein tolles Produkt. 11 Euro glatt. Glatto? Ja. Da wird nicht Gladidio. Du meinst, Herr Heggi wird nicht geschmackelt und geschmutzelt und nein, manipuliert? Nee, 11 glatt. Aber dein Gedankengang ist ja das gleiche, wie wenn man immer so überlegt, was schickt man den Aliens raus? Und ich find's geil, wenn man wirklich die wichtigsten Sachen den Aliens schickt und das halt auch. Ja, genau. So, um die zu verwirren. Einfach noch das. Ja. Dass sie dann sagen, ja, okay, also das verstehe ich mit dem iPhone. Ja, vor allem, wir denken immer, wir sind die tollen Menschen. Um uns zu entschlüsseln, muss man, die Black Eyed Peas hören und so und so. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es der Quatsch, der uns am besten, als Visitenkarte, musst du immer irgendeinen Schrott geben. 6,99 zu 11. Ich bin sehr gespannt, wenn er dran liegt. 13,99 €. 13,99 €. Gut gemacht. Oh! Cola, Orange und alles Cola, Mögliche. Orange. Moment mal. Sind die gemischt innerhalb der Bröckelchen? Nee, ne? Doch. Nein, es gibt Cola-Brocken und Orange. Es gibt Orange-Brocken. Und die sind gemischt. Oder was? Ja, aber es gibt nicht ein Würmchen, das halb Orange, halb Cola ist. So siehst du das. Oh, das erinnert mich natürlich jetzt hier an unsere alles mögliche Fights-Ausgabe. Ja, wo ich gesagt habe, das ergiebigste Produkt. Dumm, dämlichen Punkt bekommen hast für. Bis heute völlig albern. King George. Aber magst du ja gerne das Zeugs, ne? Liebst du ja richtig gerne. Finde ich wirklich toll. Ich habe das früher auch gerne so persönlich, also trocken auch gegessen. Ich weiß nicht, ob ich mich an Cola ohne Kohlensäure gewöhnen könnte. Also der Cola-Geschmack, aber dann glaube ich, würde mein Mund sagen, sorry, kommt da noch was? Oder fehlt da was? Du kannst es natürlich im Sprudler auch vorher das Wasser eben sprudeln, ne? Jetzt warte mal, Stückzahl. Mit dem Gutscheincode Sprudel. 2400 Gramm. Ah ja, guck mal, 6 mal 400. Ergibt bis zu 4 Liter. Pro 400. Wieso haben wir sowas nicht? Wieso haben wir nicht so einen Rabattcode? Wir könnten doch für jedes Produkt, das wir präsentieren, auch Rabattcodes anbieten. Du, ich sag's seit Jahren, aber die sagen immer bei den Firmen, dass wir ihnen zu räudig sind. Ach, wir seien zu räudig? Ja, das ist das. Das kann ich aber tatsächlich irgendwo auch verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon. Ja, da können wir ja vielleicht ein bisschen schneller machen, weil das ist ein Produkt, das kennen wir alle ungefähr. Guck mal, Sandra, Günther, gut. Gut. Ich finde jetzt gut. Das ist gut. Also, das Ding ist, bei Amazonoth ist alles, was so Lebensmittel und so Drogerie, das ist alles viel teurer, als man denkt. Sehr viel teurer. Ja.
Also du kannst da gut dann Hand. Übrigens, ja, auch komische. Ich finde es aber, also ich finde es eine geile Geschmacksrichtung. Und dass es auch nicht irgendwie mehrere Geschmacksrichtungen gibt, die gibt es ja dann oft so als Auswahl. Ja. Aber ich bin kürzlich auf ein komisches Phänomen gestoßen. Und zwar gibt es Produkte, wo es einen Mindestbestellwert gibt. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Echt? Und zwar habe ich einen, wie man in Süddeutschland sagen würde, einen Kerwisch, also einen Handfeger, habe ich bestellt. Und ich musste zwei bestellen. Das ist auch nicht. Und es war nicht nur von dieser Firma, dann gucke ich einen anderen und dann musste ich wieder Mindestbestellwert zwei. Jetzt habe ich zu Hause zwei Sets mit einem. Beidhändig ist jetzt schön, wir sind immer durch die Wohnung. Das habe ich so noch nicht vorher gesehen. Das ist irgendwie so eine komische Mafia-Abstimmung. Aber ich brauche halt keine zwei. Falls du einen Kerwisch brauchst, ja. Was sagst denn du dazu? Handfeger. Ich, ehrlich gesagt, gibt es in meinem Wortschatz keinen. Du wusstest gar nicht, dass es gibt. Das ist nicht meine Welt. Was ist das denn? Habe ich noch nie gesehen. Meine Welt. Das ist meine Welt. Wo ist aber irgendwie will ich das jetzt probieren. Cola Orange Spezi halt, ne? Ja, Spezi. Spezi Eistee. Ich bin bei, wie viel ist das denn? 2,5 Kilo. Sechsmal, also sechs von diesen Röhren. Aber, und das ergibt nur 4 Liter? Ja, also 4, also du hast dann 10 Gramm. 10 Gramm pro. Nee, eine Flasche gibt 100 Gramm pro Liter. Also das ergibt dann doch bis zu. Nee, eine Packung. Eine 4 Liter. 400 Gramm ergeben 4 Liter. Ja. Also die Bestellung, also, die wir tätigen, ergibt ja mehr als 4 Liter dann. Weil die Bestellung, die wir machen. Ja, klar. Ergibt ja dann 16 Liter. Ja. Nee, 24 Liter. Ach, sechsmal. Ja, sechsmal. Ich dachte viermal. Sechs von den Dingern kriegt man. Ja, du hast 100 Gramm pro Liter. Ach, und wie hoch ist die Flasche? 18 Zentimeter. 100, du hast 100 Gramm. Also 10 Gramm pro 100 Milliliter? Ja. Angenommen, das wäre jetzt reiner Zucker, dann wäre es ja 40 Kalorien pro 100. Das wäre ungefähr Cola. Mhm. Aber es hat wahrscheinlich weniger, ne? Aber ich meine, ein Kilogramm Zucker wiegt ja wohl mehr als ein Kilogramm von. Ja, das Block, schon, das schon. Oder? Aber hat weniger Kalorien. Okay, Baby. Sechs von den Teilen. Naja, was wird da eins kosten, sag ich mal? So 3 Euro, 6 mal 3, 18 Euro, dann sind wir vielleicht ein bisschen günstig. Doch, wir sind bei 18,99 der Hoffenheim-Schätzung angelangt. Aber von wegen beste Preis-Leistung, ganz ehrlich, das Teil für 4 Liter nur, finde ich schwach. Du hast damals so getan, von wegen, da kriegst du 100 Liter. Ja, nein, ich tue dir da auch weniger rein. Beziehungsweise ich mache den Sauerteig-Flavor. Ich trinke ja und tu wieder rein und gieß auf. Und ich habe das immer so eine dynamische Mischung. Das ist der Sauerteig-Flavor, Solarium-Flow. Ich glaube, es sind mehr, 25 Euro. 25 Euro und du kriegst das nach oben drauf geschenkt. Dankeschön, Mensch, das ist ein richtiges Angebot. 25 Euro zu 18,99. Wir schauen nach und es sind 15 Euro. Sorry. Und jetzt aber ganz kurz. Wenn das nicht das ergiebigste Produkt ist, das du je gesehen hast, dann weiß ich auch nicht weiter. Kommen wir nun zu 15 Euro für 4 Liter? Nee, für 24 Liter? Nee, das kann ich. Zur Lizaro-Wurfpuppe. Hast du nicht auch manchmal einfach das Bedürfnis, eine Puppe zu schmeißen? Ja, natürlich. Und dann denkst du, Moment, die meisten Puppen sind aus Keramik, aus Plastik. Warum muss man eine Wurfpuppe ein Hemd anziehen? Ja, aber jetzt ein bisschen realistischer. Ach so. Für nee, jetzt Judo. Hat er das Hemd an. Sorry. Das war mein Hemd. Ja, die Puppe hat ihm geklaut. Das ist eine interessante Entwicklung. Und bap. Hey. Das, er war kurz davor, ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln, und bis bap. Zieh das Hemd aus. Also, es ist für MMA, Kampfsport, Jiu-Jitsu, Judo, Ring, Wrestling und ist gefüllt. Das ist ja eher so mein Themenspektrum. Kunstleder ist außen. Aber das zeigt, dass man dem Hemden nur falsch rum anziehen kann. Also, der kann nicht richtig rum Hemden tragen. Das ist eher so eine Zwangsweste, glaube ich, so eine Zwangsjacke. Ich finde die richtig gruselig, leider. Nee. Ich finde die richtig gruselig. Wie viel wiegt das? 22 Kilogramm. Das ist aber viel zu wenig, oder? Du musst doch mit einem Körpergewicht.
Aber 22 Kilogramm ist schon viel, das könntest du nicht mal hochlupfen. Ja, aber das ist so ein MMA-Fighter, wiegt ja, doch es geht ja da nur darum, schön drauf zu dreschen. Sehr gut, sagt Claudia, anfangs macht es Spaß. Zuerst einmal muss ich widersprechen. In unserer Puppe war sehr wohlgefühlt. Etwas gruselig, wenn der Postbote diese in Folie verpackte vor die Tür lehnt. Mein Sohn hatte seinen Spaß damit, jedoch beginnen nun auch etwas mehr wie einem Jahr am Kopf die Nähte aufzukriegen. Ja, schwierig. Das trübt die Freude etwas. Ja. Oh, es macht gar nicht mehr so doll Spaß, weil das die Nähte jetzt langsam auf ist. Ich bin leider sehr enttäuscht und rate dringend von einem Kauf ab. Es gab kein Entgegenkommen vom Verkäufer. Zusatz, nach einer Drohmail meinerseits wurde der Artikel kostenlos von DPD abgeholt. Tja. Oh. Manchmal muss man eben doch drohen. Ja. Das war kürzlich war ich auch kurz davor, eine Drohmail zu schreiben. Ich gesagt, hier, das Produkt ist kaputt. Hier, und das fehlt. Also, was wollen Sie hier machen? Was geht denn ab? Dann haben die mir nur geantwortet. Ja, hier, das hätte aber an der Verpackung, das ist, haben wir sehr wohl mitgeliefert. Und so, gucken Sie nochmal nach. Und dann wollte ich stinksauer zurückschreiben. Was es soll, da habe ich gesehen, dass ich einfach nur einen Satz nicht gelesen habe und da stand halt drin, wir schicken Ihnen Neues zu. Aber ich war schon so richtig sauer. Du hast dich schon richtig auf die Wut gefreut. Ja. Jetzt zeige ich dir mal. Der allererste Satz war aber, wir schicken es Ihnen zu und den habe ich überlesen, weil ich schon so sauer war, dass ich den zweiten Satz gelesen habe. Ich war so sauer. Wenn ich sauer bin, dann lasse ich immer jeden zweiten Satz, lese ich dann immer nur. Ich habe noch nie irgendwas zurückgeschickt, würde es auch nie tun. Aber ich finde es geil, dass man das Granulat... Ja klar, das Geld muss man natürlich haben. Ich finde es geil, dass man das Granulat separat kaufen kann, ne? Ja, weil das Gummigranulat, Boxsackfüllung, Boxbirne. Die Naht geht auf. Die Naht geht auf. Lala. Wir bräuchten das hier als verflixte Klicksmaskottchen, finde ich. Ich stelle mir nur vor, wie so ein richtig harter MMA-Fighter so trainiert und bam und zack und abends. Aber dann abends sitzt er auf der Couch, fühlt sich so ein bisschen einsam. Mhm. Und dann schaut er dieses Ding an und dann mal so ein ach, komm mal. Komm mal. Mhm. Und dann, weil das hat genauso diese Umarmungspose. So dieses ach, komm mal. You need a hug. Und dann einfach mal so, man kann es auch einfach umarmen. Ja, und dann stelle ich mir vor, dann steht er, ist auf der Couch, schaut Fernsehen und dann stellt er auch die Puppe daneben. Ja, genau. Sitzen die zu zweit. Willst du mitgucken? Wie geht's willst dir du mitschauen, Tav? Wie geht's dir eigentlich? Dafür zieht er immer dann das Hemd an. Ja. Das mit dem Hemd ist wirklich absurd. Das oder? Ist aber auch geil. Das ist so wie, wie Leute mich sehen, wenn ich sage, ich bin Medizinstudent. Irgendwie sowas einfach mit so einem weißen Kittel. Ich habe eine Frage, wird dieser Kittel mitgeliefert? Für meine Schätzung jetzt. Nein! Also ich habe das Produkt direkt wieder zurückgeschickt, weil der Kittel war nicht mit dabei. Ist geil. Ach geil, ich glaube, es kostet 100 Euro. Ja, das wird schon teuer sein, klar. Es ist ein Hobbymaterial. Hobbys sind teuer. Hobbys und auch so Kampfsport, klar, so ein Boxhandschuh. Ja, da zahlst du auch einiges. Damals fürs Training habe ich mir einen gekauft und insgesamt einmal benutzt, habe ich 100 Euro für bezahlt. Liegt das ist ein Boxhandschuh. Zwei, ja. Ah. Liegt auch noch bei dir in der Wohnung. Ich weiß. Alles noch da bei dir. Ich weiß. Boxschuhe auch einmal getragen. Ach, Boxhut. Ja. Du hattest alles dabei. Die Boxhalskette. Ja, ja, klar. Brauchst ja alles. Boxershort. Gib's mir deine Schätzung, bitte. Gib's mir deine Schätzung, bitte. Nicht zu fassen. Gib's mir deine Schätzung, bitte. Das ist nicht zu fassen, auf was ich komme manchmal. Gib's mir deine Schätzung, bitte. Kannst du bitte nicht ständig, bei mir geht die Naht hier auf. Sagen. Nicht zu fassen. Meine Naht geht auf. Trübt es die Freude ein wenig, ja? Trübt es die Freude in der Tat. Ja, 100 finde ich nicht schlecht, das kostet aber noch mehr. Noch weniger, noch mehr, weniger. Hoch, runter, hoch, hoch, runter. Hoch, 89 Euro. 89 Euro, sagt Lars, geht also mickrige 10 Euro runter. Aber wir schauen mal, ob ihm diese perfide Strategie auch nur einen einzigen Punkt heute bringt. 89 Euro zu 100 Euro, wir schauen mal, wie viel so ein Ding kostet. 129 ist der Preis für eine herzliche Umarmung. Das kriegt ihr bei mir aber billiger. Kostenlos. Ah, wir haben einen Magnetic Fidget Pen, Magnetic Stift, Gravity Pen, Magnet Stift, magnetischer Stift, Jet 89, Pen, warum 89 Crush Euro? Magnetic Stift, Fiji Pen, Magnetstift, Kugelschreiber, Geschenk für Freundin, Klammern, Regenbogen. Ich hab doch gerade noch gesagt, dass ein fucking Handschuh schon 100 Euro kostet. Wie sollte dann ein ganzer Mensch in Gummiform 89 Euro kosten? Sorry, manchmal dürfen wir uns auch mal über die Schätzung, ja, das, was es hier eigentlich geht, aufregen und nicht immer nur über die Produkte. Ist okay.
Was ist das da? Also hier haben wir wieder Photoshop-Skills. Wir haben einen Fidget-Magnetstift. Anscheinend. Ah, den kannst du so auch. Mit dem Moment, der ist magnetisch oder hat der so Segmente? Nee, ich glaube, der ist einfach magnetisch. Ah, und dann kann man da so. Okay, Leute. Nee, ich glaube, man kann die einzelnen Segmente rausfummeln. Ich brauch's wie kein anderes Objekt mehr. Und jetzt wieder die Photoshop Masterclass. Hier im Büro, die haben nichts. Ah, doch. Doch, doch. Der hat den Stift. Die Kinder können das auch benutzen. Der andere will ihn gerade ermorden von hinten. Die Kinder dürfen es nutzen. Dann der coole Joko Winterscheid hat's auch. Und auch er ist der drückt damit auf seinem Tisch rum. Tja. Wir schauen natürlich mal ins Video rein. Ja, gerne. Ist auch sehr schnell. 15 Sekunden ist es erklärt, die Nummer. Oh, wow. Oh, la, ja. Oh, ja, okay. Weißt du, was ich das Geilste an solchen Produkten finde, Florentin? Magnete? Nein, also an diesen Produkten, die eigentlich offensichtlich nur Fun sind. Die sind ja, nur Spaß und Deko und es macht halt Spaß. Ja. Dass sie dann trotzdem überlegen, nee, aber es kann schon auch Sinn ergeben. Ja, wenn du zum Beispiel schon auch als Zirkel benutzt. Es kann schon auch, also die überlegen sich dann echt, ja, was könnte es denn, also es aber ist die sind Quatsch, schlau, weil die Kinder müssen die Eltern überzeugen. Die sagen, ja, ich brauche das ja für die Schule, wenn ich einen Zirkel vergesse. Aber dann kauft ihr doch einen Zirkel. Ja, aber dann, was ist, wenn ich mir damit die Augen ausstiche? Zip, zip, Alter. Das war geil, aber das war fake. Auch. Aber auch dieser, also dieser Elektromotor am Ende einfach, ne, mit einer Batterie. Das ist genial, ich möchte dieses Teil haben. Geh das mal an, Alter, was ist das denn? Weiß kein Mensch. Krass. Es soll zeigen, dass es magnetisch ist, tatsächlich. In Schwarz- und Regenbogenfarben. Es ist aber nicht so ganz gut bewertet. Und da gibt's, glaube ich, auch eine ganze Menge Konkurrenzprodukte davon. Leicht zerbrechlich. Richtig hätte ich nicht erwartet. Ah, und hier haben wir eine sehr schöne Spielerei. Oh, er macht ein. So, das Ding hier wird Fidget Spinner genannt. Fidget Pen, glaube ich. Ja. Weil man damit genauso rumspielen kann mit den Händen, wenn man nervös ist und so weiter. Das Coole ist, dass es grundsätzlich. Guck mal, der macht das Video, ne? Der macht sich die Mühe, ein Video aufzunehmen. Ja. Verspricht dritte Wort ist falsch. Und zwar der Produktname. Er zieht's durch. Er zieht's durch. Hier sind auseinandernehmbar. Und magnetisch. Und dann kann man natürlich sehr coole. Ja, doch. Sachen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie bin ich doch wieder abgefuckt davon. Man sieht schon. Irgendwie, das Video hat tatsächlich groß die Kugeln. Sind dabei. Irgendwie hat mich das Video richtig abgefuckt gerade, muss ich sagen. Für mich ist es gerade ziemlich schwierig. Ich fand es eigentlich ganz geiles Produkt, aber das sieht mir zu kompliziert aus. Finger beschäftigt und man ist nicht mehr so nervös. Das ist doch süß. Es wird nur woanders hingehen. Wir mögen den Pen alle. Ja, das finde ich wieder cool, aber das mit den Kugeln hat mich gerade so richtig abgefuckt. Sind alle Teile da magnetisch oder nur? Ja, aber dann kann man das so schießen, oder was? Ja, das ist auch geil. Das so zu schießen ist auch cool. Ja, Broke Second Day. Aber. Ja, meinst du, die haben so ein Promo-Ding? Hey, wollen sie nicht ein Video dafür machen oder so? Weil es sind erstaunlich viele Videos, ne? Kann sein. Also, wenn sie ein Video machen, kriegen sie nochmal umsonst eine. Das kann gut sein, ja. Oder so, die kriegst du es umsonst, wenn du dann ein Video machst oder sowas. Das kann alles gut sein. Es ist alles total möglich. Denn wir werden ja durchgängig verarscht. Ja, okay. Ja, das sieht richtig nach Spaß aus. Nee, irgendwie ist mir das zu hampelmannig. Ja. Ja, gut. Viele der Produkte. Ich muss schätzen, und zwar als allererstes möchte ich euch sagen, wenn ihr mal Probleme mit Magneten habt und sagt, der Magnet ist nicht stark genug, müsst ihr so eine Paste drauf machen, dann wird es viel stärker, so ein Magnet. Und zwar ist diese Paste eine Sache, die viele im Küchenhaushalt haben. Kann man jederzeit wirklich nutzen. Und so, wenn du merkst, Mensch, irgendwie funktioniert dieser Magnet nicht. Zum Beispiel, du hast ein Aquarium und willst halt vorne irgendwie so die Scheibe sauber anlocken. Ja. Und oft ist es so, dass dann der Magnet nicht hält oder fällt das um. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt so einen Haushalts. Wie heißt es? Kannst du sagen, wie es heißt? Ja, kann ich schon sagen. Also, wie heißt es? Es ist ein Haus aus dem Küchenbereich. Okay. Ja. Es ist aus dem Küchen. Wie heißt es denn? Genau, es ist also Butter, grob, es ist ein Lebensmittel, kann man sagen. Okay. Genau, ist hergestellt, Margarine. Industriell. Sag's doch bitte, was es ist. Was denn? Sag doch den Namen einfach von dieser Substanz. Von was jetzt, genau? Den Magnetismus verstärkt. Sag's doch bitte einfach den Namen. Es gibt keine Substanz, die den Magnetismus verstärkt, außer Senf! Ja! Lecker, 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 yum, yum. Lecker, 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 yum, yum. Jetzt noch was. Ja. Lecker, 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 yum, 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 yum. Ja, da bin ich mal ganz gespannt auf deine Schätzung. Wir haben es hier mit einem dieser Sets zu tun. Ne? Also da ist einmal, hier sehen wir es links oben,
Dieser Stift, einige Kugeln, eine Mine und zwei extra kleine Kugeln, glaube ich, sind auch noch mit dabei. Mine, Mine, Mine. Ich glaube, dass das kein günstiges Produkt ist, Florentin Will. Weil die Leute sich darüber beschweren. Weil es magnetisch ist. Und weil es relativ hochwertig und groß aussieht. Bei dem übrigens sieht es aus, als sei es irgendwie 40 Zentimeter lang. Das ist ja wirklich so lang, oder? Die haben es einfach super schlecht geshoppt. Ich sage, dass dieser Kugelschreiber... Aber sie haben sich schon Mühe gegeben mit dem Glas, ne? Dass das der Teil des Stifts, der im Glas ist, ja, ist da noch so ein bisschen verschwommen. So. Blurred. Könnt ihr genau leider nicht sehen, weil Lars leider im Weg ist. Ach so. Ja gut, da habe ich jetzt auch keinen... Jetzt bist du im Weg. Oh ne, jetzt ist hier das Bild im Weg. Oh, ne, oh. Ach, ich sag, das kostet tatsächlich 34,99 Euro. Ey, was? Jetzt hat er so hoch geschätzt. Moment, da muss ich nochmal in mich gehen. Nee, so hoch hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt irgendwie 4 Euro gedacht, aber jetzt muss ich... Ich sag, Zwani. Also nur 10 Euro unter meiner Schätzung. 35 zu 20 Euro. Wir sind sehr gespannt, an wessen Schätzung es näher dran liegt. Denn, und das ist das Geheimnis, der kriegt den Punkt. Und es sind 18,99. Die Hoffenheim-Schätzung. Die Hoffenheim-Schätzung. Hoffenheim, Hoffenheim, Hoffenheim. Das schönste Land in Deutschland. Auen. Hast du Lust auf Ülo? Ülo, Ülo, Ülo. Ülo, der Weinreiniger. Ich finde es relativ günstig, den Fidget Spinner. Keine Lust auf unreinen Wein, dann reinige den Wein. Ich will den Wein nicht reinigen. Lass mich hier nicht peinigen. Ich will den Wein nicht reinigen. Also ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung von Wein, aber was? Guck mal, das sieht auch nochmal aus wie ein Weinglas, ne? Ja, wir lesen das ist ja das ganz spannend. Ach so, ja, finde ich auch spannend. Das ist ja ganz spannend. Ja, das finde ich ganz spannend auch, ja. Ganz spannend. Und jetzt aber erklär's mir bitte. Reinigt du als Trinker, Wein durch die Entfernung von Sulfiten und Geläger. Das ist doch Esoterik, oder? Das ist doch wie so eine Energetisierungs- eine Reisbeutel? Kanone, oder? Warte, wir gucken gleich mal zu. Also ich habe ja schon die ein oder andere Weinprobe mal mitgemacht, Weinseminar teilgenommen und ich habe noch nie was davon gehört, dass das wirklich sinnvoll ist. Sehr gute Idee, eigentlich ist der Preis viel zu teuer, um für jede Flasche einen Filter zu kaufen. Sehr spannend hier. Ich reagiere oft mit Kopfschmerzen auf Rotwein, auch bei Mengen, die nicht zu einem Kater führen. Hier hilft der Ülo tatsächlich. Ja, kann man denn ein Produkt für Weinkenner, für Genießer, wirklich für die gehobene Klasse Ülo nennen? Na, also, gibst du mir nochmal den Ülo? Ich will mal schön Wein reinkippen. Du musstest doch irgendwie so ein, den Bravarius. Tomatator, ja, Bravarius, ja, irgendwie, Bravarius. Vinceresius. Oder der Chamblanc, der Crosmont, der Le Badrin. Pazzero, gib mir mal den Pazzero. Pazzeronto, ja, genau, und nicht den Ülo. Komm, rückst mir mal die Ülo raus. It actually works. But why? Also, warum willst du diese Sulfate? Was, damit du keinen Kater kriegst, oder was? Dann ist es doch wieder Ülo. Für Mallorca, oder was? Haust dir den rein? Ich sag mal so, manchmal leck ich nur die Ülos leer, die andere Leute benutzen. Geil. Ich trink doch nur für einen Kater. Und Moment mal, pro Flasche muss man ein neues Teil davon kaufen. Nein, das kann ja wohl nicht. Aber hat er doch gesagt, pro Flasche ein Filter. Was? Was? Aber die Filter sind da mit dabei, oder was? Legt man die so einzeln rein? Oh, ich weiß es nicht. Ülo, der Weinreiniger. Aber wir haben mal, guck mal, einen vernünftigen Titel, oder? Also wir haben eine Menge Sternebewertungen. Ülo, der Weinreiniger. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen so ein Placebo-Produkt. Das ist natürlich auch schwer objektiv zu bewerten. Ist es nicht der neue Till Schweiger-Film? Ülo, der Weinreiniger? Ülo im Ohr, oder was? Achso. Ich dachte jetzt, der neue Bjarne Mädel. Ja, wegen Tatortreiniger meinst du, hätte das natürlich ganz gut gepasst. Naja, gut, ich glaube nicht, dass das allzu teuer ist, auch wenn man natürlich Weinkenner eine ganze Menge Mäuse aus der Tasche ziehen kann, wenn man will. Kann man, ich will es nicht, aber es gibt Leute, die wollen das. Und da Zauberer kann man zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich glaube, das ist nicht so teuer. Ich glaube, es kostet 19,99 €. 20 Euro, da sagt man, ach ja, dafür besseren Weingenuss, endlich keine Sulfatkopfschmerzen mehr. Also du kaufst dir den Ülo und dann hast du in diesem Paket jetzt noch 4 Selective Sulfite Capture Filter. Wie so Kaffeefilter wahrscheinlich, die du dann in den Ülo reinmachst. Die sind aber, wie ich das jetzt verstehe, selective.
Nee, also du musst die nicht. Die roten da, oder was? Unten links, ja, ja. Wahrscheinlich sind da diese Filter drin, wie so ein Kaffeefilter, stelle ich es mir jetzt gerade persönlich vor. Und dann kannst du sagen, ja, nee, genau, ich will auch noch vier, die Sulfite raushaben. Vier, genau, für je eine Flasche Wein. Also du kannst vier Flaschen Wein damit trinken. Ja, und den Ölio kaufst du dir nur einmal und dann kannst du wahrscheinlich noch mal die Filter nachkaufen, schätze ich. Hier. Ja, weiß ich nicht. Nee, du kannst doch nicht jedes Mal diesen Ölio da. Du musst dir alle vier Flaschen Ölio kaufen. Das wurde ja bemängelt in den Kommentaren. Du musst dir alle für vier Flaschen brauchst du einen neuen Ölio? Warum kann man den Filter nicht reinigen? Es ist merkwürdig. Ich habe meine Schätzung gegeben, ich warte noch auf Pilsen. Es ist mit 2700 Sterne Bewertung. Komm, da ist so 80% gekauft, oder? Vom Ölio. Vom Ölio-Kartell. Mhm. Krass, oder? Dieser Effekt gerade ist so krass. Wie machen die das? Wie machen die das von verflixte Klicks und pfiffige Ziffern immer? Sowas. Ich weiß es nicht. Wie macht die Regie das? Wie kriegen die das hin? Ich sage. Aua! Ich weiß es nicht, wirklich nicht, aber wirklich 1999 schätze? Nee, ich sage, wenn das wirklich alle paar Mal. Dann sind wir bei 15 Euro glatt. 15 Euro zu 20 Euro, beziehungsweise 19,99 €. Ich bin sehr gespannt, wer von uns hier endlich mal. Also, ich glaube, Weinkenner, ja, die würden Geld ausgeben für, aber wenn das wirklich so ein Schwachsinn ist für Säufer mit Kater. Wir schauen rein. 79 Euro? Okay. Nee, dann ist für aber. Vier Flaschen Wein, 20 Euro pro Flasche. Nein. Auf gar keinen Fall. Dann ist der Ölio drin und du musst nur die Filter nachkaufen. Wir schauen weiter. Wir haben einen Fasola Duschschutz Hand wasserdichter Gipsschutz für Damen, Herren. Du steckst, wenn du Gips hast. Ach so, okay. Ja, ist praktisch. Aber das kriegst du doch vom Arzt mit, oder nicht? Weiß ich nicht. Oder, ja gut, das wäre ja gerade groß genug, oder? Gerade groß genug für meinen Arm. Hm? Du hast ziemlich große Arme. Große Arme. Ja. Ja, ist das super. Ja. Auch ohne Gips. Ich finde das auch ohne Gips. Nervt mich das manchmal, dass meine Hand so verdammt sauber ist nach dem Duschen. Ich bräuchte eher sowas, wo man nur die Hand duscht. Wo ich komplett in so einem Anzug bin und nur die Hand rausschaut. Du kannst auch Hände waschen einfach, ne? Nur die Hände waschen. Kannst du am Waschen. Ich wasche mir immer die Hände, aber das ist also im Gesicht überall. Und dann bin ich komplett trocken, komplett sauber. Will ich gar nicht. Also das ist natürlich schon toll. Grundsätzlich, wenn das... Ich überlege gerade, ich war ja nun oft genug auch Invalide. Ich habe schon Gipse gehabt und alles, aber hatte ich... Ich habe damals wirklich einfach ziemlich sicher so eine Küchenfolie oder so genommen. Ich hätte sowas noch nie. Bestseller Nummer 1, und zwar in der Handvariante. Achtung, es gibt noch Knöchel, Halbarm, Bein und voller Arm gibt's auch noch. Ah ja. Nee, es geht hier nur um Hand. Hattest du noch nie einen Gips? Nee, tatsächlich noch nie. Das heißt, du kennst den Geruch gar nicht, der entsteht, wenn du 6 Wochen lang den Gips hattest und dann den aufschneidest und dann reinriechst? Konnte ich noch nie schnüffeln. Leute, die das auch schon... Hier, relatable. Schreibt mal in die Kommentare. Ja, das kenne ich auch, den Geruch. Echt fies, Lars. Ausrufezeichen. Geht sofort kaputt. Also einer hat sich hier beschwert. Hier wurde die erste Benutzung tatsächlich mitdokumentiert und dann tatsächlich das Ergebnis kaputt. Also ich habe das benutzt und danach war ich im Röntgen und der Arm war gebrochen. Und du gehst mit dem Teil zum Arzt. Einfach so hast du es den ganzen Tag. Was? Ach so. Ja, finde ich gut. Ich glaube, jetzt für die Hand ist das nicht so teuer, oder? Da kommst du. Nummer 1? Ja, ich weiß, ich sehe schon. Ich glaube aber, dass es nicht so wahnsinnig viel kostet. Ich meine, Aber es ist ein Einmachding, also einfach Nutzding. Nö, ich glaube, du kannst es mehrfach benutzen. So. Das ist schon eine schöne Sache. Weil mein Problem ist halt natürlich, dass ich hatte auch mal was an der Hand. Ja. Da so einen ganz fiesen Ausschlag. Was war das? Und dann hat mein Arzt gesagt, passen Sie da bitte auf beim Essen, da darf auf gar keinen Fall Senf rankommen. Mhm. Da habe ich gesagt, verdammt nochmal, das kann nicht sein. Und dann habe ich tatsächlich, hätte ich auch sowas gut gebrauchen können, weil ich ja gerne auch Senf esse und auch reichlich. Und auch mit viel Körperkontakt. Und letzten Endes musste ich mir da behelfen, am Ende musste ich da eine Senfkarte drum rumwickeln. Ah ja. So, Freunde, jetzt werden hier ein paar Pünktchen geholt. Jetzt wird hier mal ein bisschen abgestaubt. Und zwar
Ich war letzt kurz davor, dich anzurufen, weil ich für ein Gericht Senf brauchte. Ich hatte keinen Senf. Ich habe genug Senf. Da kannst du dich anrufen. Ja. Ich glaube, das ist nicht viel. Das ist ein Stück Plastik. 8,99 Euro. Entschuldigung. Oh, das tut weh, die Schätzung. Aua, aua, aua. Denn es ist ein Medizinprodukt. Es ist ein Medizinprodukt, das Menschen hilft. Und verzweifelte Menschen kaufen das. Leute, okay, du meinst, den kann man richtig Geld aus den Lippen leckeln. Hast du schon mal einen Gips gehabt? Nein. Nein. 14,99. Viel zu teuer, aber immer noch interessant. 14,99. LP sagt 15. Ich bin bei 9 Euro. Wir schauen, wenn er dran liegt. Und es sind tatsächlich 21 Euro. Das war der Ausgleichstreffer. 3:3. Weiter geht's mit dem Marienkäferhelm. Nee. Was ist es? Eigentlich müssten wir auch mal einen für wirklich nur das Produkt ohne Titel zu sehen. Ja. Und dann müssen wir erstmal schätzen, was das überhaupt für ein Produkt ist. Das ist ein Staubsauger. Ah, ein Staubsaugroboter. Das ist ein kleiner. Ach. Nee, der bewegt sich, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, man kann mit dem nur. Ach, so ein Tisch. Ein Tischstaubsauger, klar. Ja. Für so Brösel. Oder halt für die Tastatur. Gott, das ist ja der dümmste Move der Welt, ey, wirklich. Komm, also neben dem Teil brauchen wir noch eine Sache. Und das ist dieser Marienkäfer-Tischstaubsauger. Dieser Tisch, doch. Da hat sich schon so viel guter Dreck angehäuft über die Jahre, den will ich nicht verlieren. Den lasse ich mir nicht von so einem Marienkäfer da wegsaugen. Das lasse ich überhaupt nicht zu. Dann habe ich einen anderen Vorschlag für dich. Neue Erfindung. Eine Maus und ein Mini-Staubsauger in einem. Das ist eine geile Idee. Ja. Sodass deine Hand immer sauber bleibt. Ja. Oder wie der dann immer so angesaugt wird. Und nee, nicht von oben. Unten. Also unten, der Tisch bleibt immer sauber. Wegsaugst. Wenn du da mal hier ein bisschen bröselst, machst du einfach den hier. Kann eine Taschenlampe auch noch mit dran sein? Ja. Taschenlampe? Ja klar, mach ich dir. Pfeife. Kostenlos mit drauf. Taschenlampe, Pfeife. Kostenlos drauf damit. Und könnte ich damit auch meine Hand schützen, wenn ich duschen muss? Nee, das geht nicht, wirklich nicht. Ja, finde ich Quatsch, ist unsinnig, aber ich glaube, das Feedback ist vergleichsweise gut. Wir gucken nach, ist nützlich, ist süß. Das könnten wir auch mal wieder auf dem Sender spielen. Damals haben wir doch hier Dings, dieses Produkte. Na, ich habe doch sogar selbst das Format geschrieben. Wie ist es denn? Mit den Produkten, wo man hinter dem Obststand stand. Und dann die Produkte. Bullshit-Artist. Nein. Wie ist es denn? Schreib's mal in die Kommentare. Aber guck mal hier, süß mit dem Marienkäfer. Oder ist es nicht niedlich? Also das ist doch niedlich. Leute, also wer das nicht niedlich findet, ja, das ist schon Quatsch. Niedlich. Aber dann im nächsten Schritt aufsaugen, ne, den Marienkäfer. Oh, ach, der macht das doch von allein. Nee. Bad Deals hieß das doch. Bad Deals. Bad Deals. Können wir auch mal wieder machen, eine Folge. Fand ich schön. Da hast du doch dann irgendwie der Meerjungfrau eine Leiter verkaufen müssen. Ach, stimmt. Sowas. Das ist aber ein Spiel einfach, ne? Ja, wir haben es schon noch ein bisschen abgeändert. Also, auf jeden Fall schöne Geschichte, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Das sind so kleine Technik-Gadgets, das kriegst du für irgendwie 2,50 Euro beim Baumarkt. Hier kostet es, glaube ich, ein bisschen mehr, aber nicht viel. Warte, ich glaube, wir sind hier bei 6,50 Euro. Oh, der macht's. 6,50 Euro. Sorry, du musst dich jetzt einfach nach Hause holen, weil ich wusste, dass du mir die Schätzung klaust, egal was ich sage. Ganz kurz, hör mir mal zu. Hörst du mir zu? Habe ich deine Aufmerksamkeit? Du hörst mir zu. Ich hör dir zu. 6,50 Euro kostet das Gerät ohne Motor. Okay. Und mit? Auch 6,50 Euro. Plastik kostet 6,50 Euro. Das ist so im 3D-Drucker zu verkaufen, klar. 6,50 Euro. Okay. So, jetzt ist da aber noch, das wusstest du vielleicht nicht, ein Motor drin. Ah, okay. Habe ich vergessen. Das ist ja nicht nur ein Marienkäfer aus Plastik, der würde 6 Euro kosten. Dann ja? bitte, tapferer Lars, sag mir doch einfach die richtige Lösung. Sag ich dir sehr gerne sogar. Ja. Wirklich gerne. Könnte sogar entscheidend sein, ne? Ist ja schon klar. Hm. 14,99 Euro, sagt Lars Erik Bauer. Ist nicht schlecht, nicht schlecht. Und das ist es. Ja, ich bin gespannt, sehr, sehr gespannt, Bert. Das ist das letzte Produkt. Dieses letzte Produkt heute hier für sich entscheidet. Sind 6,50 Euro, 14,99 Euro. Wer krümelt und wer wird hier aufgesaugt von dem riesigen Marienkäfer? Wer ist es am Ende? 6,50 Euro. 16,99 Euro. Fuck! Verdammt nochmal! 6,50 Euro. Warum bin ich so schlecht? Das muss man wirklich mal sagen, jetzt hier an der Stelle. Es war wirklich eine saudämliche Schätzung. Ganz ehrlich sagen, 6,50 Euro. Warum bin ich so schlecht also immer? Ich mein, wenn da kein Motor drin ist. Ja, klar. Wenn da kein Motor drin ist, dann würde ich sagen, ja, klar, dann geht das Ding für 6,50 Euro. Du hast gewonnen, bitte. Yeah, yeah, yeah. Ich saug euch fest auf.
in meinen Bauch. Ich saug euch fest auf. In meinen Bauch. Genial. Der Typ ist genial. Florentin Will. Meine Damen und Herren, das war Florentin Will mit seiner nur Performance. Bullshit-Produkte, oder? Nur Bullshit-Produkte heute. Was soll denn das alles? Dafür sollen wir unser Geld ausgeben? Den ganzen Tag Geld verdienen, dann haben wir es. Und dann können wir uns nur von diesem Quatsch davon kaufen? Was ist das für ein System? Machen wir unseren Buckel krumm für solche Sachen, das stimmt. Wir machen ihn krumm. Das Einzige, was gut war, war dieses Pulver, dieses Eisteepulver. Davon hole ich mir jetzt eine ganze Kiste. Mach das davon. Mal. Also 4-3 ist es ausgegangen nochmal für das Archiv. Ja, lass es doch sein. Es bringt doch nichts mehr. Bringt doch nichts mehr, den Schwachsinn hier abzumoderieren. Das ist negativ. Lass mal ein Like da auf dem Video. Schwachsinn, ey. Es ergibt doch keinen Sinn. Was soll denn das? Und was ist denn? Meinst du das jetzt ernst? Kein Bock mehr, mich nervt. Scheiße, meinst du ernst oder was? Hä, wieso denn? Du machst dir doch keine Illusionen, als ob das jetzt noch was bringen würde, jetzt hier irgendwie groß. Was ist denn los? Was ist denn los? Mich nervt's, mich geht's an. Aber was denn genau? Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern.